Das etwa ein Ring. Vorher hatte ich zwei. GG, Alter. Egal, YOLO, wir werden irgendwann noch einen bekommen. Hey Leute, was geht? FreestyleDLP am Start und herzlich willkommen zu Part 3 von Terra mit unserem Berserker wieder am Start. Ja. Ich habe übrigens realisiert, dass ich anstatt zweimal E, zweimal Set geschrieben habe in meinem Namen, aber juckt mich nicht. Ich meine, ist ja jetzt nicht so schlimm, ist ja nur ein Name. Ja, heiße ich jetzt halt Frizzle LP oder so ähnlich. Ich werde es aber trotzdem Frizzle LP aussprechen. Ja. Wir waren hier stehen geblieben, müssen mit der guten Dame hier reden. Ja. Und bekommen, wenn wir die Quest gleich abschließen, ein Haufen Equipment. Wir werden mal, mit dem müssen wir jetzt wieder reden. Also wir müssen mega viel reden einfach. Ihr seht jetzt, die nächste Quest ist schon wieder, also der nächste Fortschritt der Quest ist schon wieder. Sprecht mit Taras, also wir müssen jetzt gerade wirklich sehr, sehr viel reden. Aber das wird sich auch noch ändern, Leute. Und das wird sich auch noch ändern, das sage ich euch. Ja. tötet Gehörnte. Ja, wir müssen jetzt so Gehörnte blablabla töten. Ja, also wie ihr seht, es ändert sich schon. Ich guck mal gerade eben auf der Map was. Ja, hier Insel der Dämmerung. Da können wir auch bald schon runter wieder. Aber erstmal müssen wir noch ein paar Quests machen und zu guter Letzt auch noch bald den hoch angepriesenen Boss-Gegner besiegen. Das macht wirklich sehr, sehr Spaß. Auch wenn ich ihn, wie gesagt, erst alleine nicht geschafft habe. Und hier sind Level 6. Nitze, Nitze. Natürlich nice, aber ich sage mal gerne zu Nitze. Ja, Combo-Attacke hochstufen. Also, wir haben momentan nur ein Upgrade bekommen. Okay, finde ich jetzt ein bisschen schade, dass wir keine neue Attacke bekommen haben. Wann bekommen wir denn eine neue Attacke? Donnerschlag. Level 8. Donnerschlag. Ja, also Berserker ist wirklich extrem auf geladene Angriffe aus. Also langsam, er ist extrem langsam. Das passt aber auch zu dieser kräftigen Gestalt, dass sie langsam ist. Er ist halt extrem langsam in Kämpfen, aber dafür haut er auch mit seiner Damage ordentlich rein. Das muss man dazu sagen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt lieber diesen Marodeur, wenn ich das so sagen kann, genommen hätte oder den hier, aber schon allein vom Aussehen hat sich's irgendwie schon gelohnt. Ja, und auch, ich find's auch lustig, dass man hier immer blocken muss und alles. Ich freue mich schon, wenn wir Level 20 sind, können wir unsere erste Instanz machen. Das weiß ich mir nicht schon, auch wenn ich noch mit keinem meiner Schasse 20 bin, weiß ich schon, dass wir unsere erste Instanz mit Level 20 machen können. Okay. Auch noch ein Ding, also ein Ding müssen wir noch killen. Ja, und wie gesagt, er ist halt extrem auf solche geladenen Angriffe aus. Sieht man schon an Attacke 4, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie hieß. Kletten. Ihr seht, er lädt auf und BAM! Also daran sieht man schon, er ist extrem, Berserker ist extrem auf so geladene, starke Angriffe fixiert. Spurenwandler, die müssen wir gleich töten. Ich spoiler immer extra. Finde ich jetzt ein bisschen dumm, dass ich immer aus Versehen spoiler. Was ist eigentlich das hier? Das checke ich noch nie. Okay, ich habe das gerade aus Versehen F gedrückt. Ja, jetzt haben wir den Auftrag bekommen, die Spurenwandler zu killen und dann zu Lian zurückzukehren. Ich denke, das ist der da ganz hinten, von dem wir ursprünglich die Quest bekommen haben. Dann gehen wir mal hier hin und
wir haben gerade extrem viele Dinger bekommen. Ach, Dinger hier. Also Spurenwandler. In unserer Umgebung. Manchmal bin ich keine Ahnung im Kopf, was ich labern soll, aber ich irgendeine Scheiße. Merke ich gerade selber. Oh Mann. Ja. Oh, ich hasse es. Manchmal denk, weiß ich gar nicht, dass ich noch nicht nah genug dran bin und hau einfach schon zu. Okay. Wir laggen gerade irgendwie ein bisschen. Okay. Es hat gerade ganz kurz gelaggt. Glaube ich zumindest, dass es ein Lag war. Kann man hier nicht so gut sehen. Bei Minecraft könnte man es jetzt besser sehen, aber hier sieht man einfach nur, dass er steht. Ja gut, wenn du nicht angreifen willst, dann greif halt nicht an. Ja, also für einen Let's Play Char geht's klar, aber als privaten Char könnte ich das nicht aushalten. Also als Let's Play Char geht's vollkommen klar, so einen Berserker zu spielen, aber als privaten Char never. Da brauche ich schon was Schnelleres. So als Let's Play Char, wie gerade schon mehrfach gesagt, wirklich gerne, aber ne, private Char, ne. Ja, durch Sammeln, blablabla. Ich glaube, wenn mir Terra wirklich so gut gefällt, dann wird es aber noch extrem lange dauern, bis ich mir mal irgendwann dieses Club-Mitgliedschaft hole. Weil, wie gesagt, ich bin halt erst in SWTOR letztens Abo und ich muss es auch noch ein bisschen ausnutzen. Habe ich aber eigentlich schon, weil es gibt ja nur für Abonnenten diesen 12 IP Bonus. Und dadurch habe ich eigentlich schon extrem viele Chars gelevelt. Also ich finde, allein deswegen hat sich schon gelohnt, Abo zu kaufen. Auch wenn ich zu dieser Zeit noch nicht wusste, dass es so einen Bonus gibt, hat sich schon gelohnt. Ja, und jetzt können wir auch unser schönes Gear bekommen. Ja, wir haben jetzt gerade extrem viel Ausrüstung bekommen. Einmal diese Axt. Dann kommt die jetzt mal weg. Tschüss. Das ist ein Rohmaterial, das brauchen wir nicht. So. Tschüss. Ausrüsten. Tschüss. Ausrüsten. Tschüss. Okay. Haben wir das auch schon mal wieder erledigt und haben eine schöne neue Axt und einen schönen neuen Brustpanzer, der jetzt schon geiler aussieht als der andere. Also ich bin ganz zufrieden. Sieht doch schon mal ganz nice aus, oder findet ihr nicht? Ich finde, das passt schon sehr. Ja. Bin schon damit zufrieden. Sieht richtig nice aus eigentlich. Besser als vorher dieses Gewand. Also, ja. Bin ich wirklich zufrieden mit. Die Axt ist noch ein bisschen verbesserungswürdig. Sieht mehr aus wie so eine komplett normale Axt. Bisschen größer, aber sonst wie so eine komplett normale Axt. Aber, ja. Trotzdem zufrieden. Ja, wir müssen jetzt wieder mit jemandem reden, der in der Nähe von Monstern anscheinend ist. Nee, das ist die Flugmeisterin. Oder? Ich glaube nicht, dass es schon die Flugmeisterin wäre. Das wäre irgendwie... Aber es könnte sein. Als ob das schon die Flugmeisterin ist. Nee, das kann gar nicht sein. Ja. Die hieß auch anders. Na, ich dachte mir schon, Flugmeisterin, hä, das kann doch noch gar nicht sein. Ja, kann auch noch nicht sein. Ist irgendwie unlogisch. Aber gut. Wir müssen jetzt irgendwie gerade hier hoch, aber da können wir jetzt nicht einfach hochjumpen. Ja, genau, hier müssen wir hin. Ich dachte mir schon. Ja. Dünnt die Reihen der Orkaner aus. Ja, wir müssen jetzt diese Wächter der Orkaner besiegen anscheinend. Aber ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob... Ja, doch, das muss das gewesen sein. Der Bosskampf muss hier gewesen sein. Ja, also wir werden uns hier noch etwas länger aufhalten. Auf dieser Insel. Aber gut. Ja, noch so 4 Level.
Also wir haben schon mehr als die Hälfte geschafft, muss ich mal sagen. Bald werden wir dann in die Hauptstadt kommen. Ist ja auch mal was ganz Schönes. Da können wir uns die Hauptstadt auch nochmal angucken. Bei meinem privaten Show habe ich die einfach nur mal eben so durchflogen. Und dann bin ich direkt weitergegangen zum Leveln. Ja. Aber das dauert noch ein paar Parts. Bis wir uns dann dem widmen. Und... Bam. Bam. Okay. 5 von 5. Halbfähre. Dann haben wir... Ja, wir müssen jetzt Vorratskisten noch einsammeln. An die Quest erinnere ich mich noch. Ich muss auch mal bald wieder in meine Gilde gehen, weil ich habe eine Gilde auf meinem Main. Beziehungsweise ich, nicht ich hab sie, sondern ich bin eine beigetreten und dort hat so gut wie jeder die Rechte zum Einladen. Also von daher kann man schon als, ja, im Prinzip hat ja jeder sozusagen Admin-Rechte. Ja. Bin ich lustig und fest ist Level 9, okay. Warum macht die denn jetzt erst diese Quest? Überlevelt hoch 1000. Nein. Aber ist eigentlich wirklich so. Okay. Ja, hier müssen wir bald noch jemanden besiegen, wo ich schon einmal gestorben bin. Ich hoffe, das passiert mir jetzt nicht auf dem Berserker, aber könnte sein, dass wir auch mal sterben. Alter. Achso, Level 7. Ich dachte schon, das wäre die Level 9erin. Hier haben wir noch eine Vorratskiste. Ja, bald, gleich müssen wir dann gegen den einen kämpfen. Ich weiß nicht, ob das noch in diesem Part geschehen wird. Wir müssen uns mal ein bisschen beeilen, weil wir ja für einen Let's Play Part nicht ewig Zeit haben. So, 5 von 5. Ja, wir müssen jetzt erstmal mit dem da wieder reden. Irgendwo ist der, ja, hier. Die besser gesagt, das ist eine die, ne? Ja, das ist eine die. So. Dann wieder die annehmen. So. Ja, vertreibt Acharak und seinen Schergen von einem. Ja, jetzt müssen wir gegen den Typen da kämpfen. Ich wusste doch, dass es noch in diesem Part kommt. Also ich denke, wir werden das Ganze schaffen. Ich hoffe, wir werden das Ganze schaffen. Ich kann nichts versprechen, Leute. Also es könnte sein, dass wir jetzt gleich sterben. Oh Mann. Wir haben schon den Typen. Ja, wir müssen warten, bis der respawnt. Die Drops können wir natürlich nicht aufnehmen. Aber dort droppen Ringe, kann ich, so viel kann ich schon mal verraten, die wir uns dann anlegen können. Mit Level 9, glaube ich, aber erst. Ja. Also mit Level 9 können wir die jetzt anlegen. Ah, aber hier spawnt auch noch einer. Es könnte sein, dass wir den... Ja, er respawnt, habe ich es nicht gesagt. Ja, ich habe gerade einfach mal diesen Buff eingesetzt, YOLO. Auch wenn es vielleicht ein bisschen Verschwendung war, weil dein Cooldown von einer Sekunde, ach, eine Stunde hatte. Eine Sekunde. Ja. Oh, er hat nur einen Ring gedroppt. Was? Was ist das? Er hat nur einen Ring. Vorher hatte ich zwei, GG, Alter. Egal, YOLO, wir werden irgendwann noch einen bekommen. Ja, also irgendwann kann ich... Weil ich wusste, ich hatte mal irgendwie 4 Ringe im Inventar. Deswegen weiß ich schon, dass wir irgendwann mal irgendwann mal einen Ring bekommen werden. Und wir können ihn da eh erst ab Level 9, glaube ich, anlegen, oder? Ab Level 8. Ab Level 9, also, ja, haben wir noch 2 Level. Ja, eigentlich wäre die Quest erst ab Level 8. Wir sind ein bisschen unterlevelt, aber egal. Das ist ein bisschen... Dafür sind wir jetzt Level 8. jetzt sieht Federschmuck, bla bla bla. Talisman. Ja. Jetzt müssen wir die umherstreifenden Chromosom im Gebiet und der Brücke über den verdammten Schlund abwehren. Ja, ich denke, das werden wir noch einmal tun. Aber wir können uns jetzt gleich erstmal die neuen Skills holen oder den neuen Skill. Ich weiß nicht, ob das
ein oder zwei waren. Ja, sehr ruhig. Okay. Trainieren wir den erstmal. Erstmal, wir können hier einen hochstufen, ein Skill, also upgraden. Und dann können wir hier Donnerschlag. Das habe ich ja schon mal gerade vorgelesen. Egal, ich lese nochmal vor. Ladet Ladet euren Axtangriff auf, indem ihr die Fertigkeiten-Taste gedrückt haltet. Lasst sie los, um anzugreifen. Nur aufladen bis zur ersten Stufe ist verfügbar. Okay. Machen wir es einfach mal. Erlernen wir es. Ja, auf 5. Ich denke, das werde ich mal eben ganz kurz ändern. So. Weil die AOE-Angriffe in dem Sinne... Ja, okay, es ist eigentlich ein richtiger AOE-Angriff. Ich werde es mal so hier machen. Die AOE-Angriffe kommen dann halt hier hin. Hinter den Blocken. Oder, ja, okay, ich werde es erstmal so lassen. Ich kann es ja immer noch ändern. Auf 2 ist dann jetzt mein neuer Skill. Den werde ich jetzt mal... Ah, wir können das aufladen, aber ich habe direkt losgelassen. Ich glaube, dann ist er halt einfach stärker, wenn wir den länger aufladen lassen. Und der ist extrem langsam, wie ich das gerade einfach mal sehe. Aber egal. Wir können ja jetzt mal gucken. Ja. Schon fast Half-Life. Also, Berserker schon extrem stark, aber extrem langsam. Ja, und wundert euch nicht, ich drücke nicht extra nochmal, nachdem der Boss tot ist. Er schlägt einfach noch ein zweites Mal, nachdem der Gegner tot ist. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also nicht wundern. Ja, also schon extrem stark, der Skill, den wir bekommen haben. Und jetzt fehlt uns noch eine... ein Mob. Dann nehmen wir den direkt. Der hat jetzt nicht so viel abgezogen. Ja, manchmal können wir auch sozusagen so Kombos verteilen, also dort steht einfach random Plätten jetzt Leertaste drücken. Da kann man halt das sozusagen schneller machen, also sozusagen wie so eine Combo. Ja, müssen wir jetzt hin. Haltet dann. Wir müssen jetzt erstmal hier nach jemandem Ausschau halten. Also einfach erstmal weitergehen. Die müsste ja hier irgendwo in dem Bereich sein. Oder der. Die Patrouille ist es auf jeden Fall nicht. Wir gehen einfach mal über die Brücke drüber. Ja. Da würde ich sagen, reden wir mit der noch eben und dann war es doch für diesen Part, weil ich sehe, wir sind jetzt schon wieder so über 17 Minuten. Also ich denke, jeder Part wird so zwischen 15 und 20 Minuten lang sein. Ich hoffe, das wird euch nicht stören. Ja, jetzt müssen wir Leute töten. Und das passt perfekt zum nächsten Part. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ja, haut rein und bis zum nächsten Terra-Part oder bis zum nächsten anderen Video. Ja, ciao.